Eisen hineinschmeißen. Ein bisschen aufräumen. Zack, zack, die können wir verkaufen. Wir heben erstmal nur 3 von jedem auf. Das reicht ja auch, oder? Das, das, das kann sowieso weg. Der Quarz kann da noch rein. Zack, zack. Was sagt die Uhr? 11.40 Uhr. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das, 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 das. Ah. So. Die Schuhe gehen wir morgen verkaufen. Da sind noch die Oden. So. So. Hui. Oh, Level Up. Minenarbeitsstufe 5. Wähle einen Beruf. Minenarbeiter. Plus ein Erz pro Vene. Geologe. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Ja, das nehme ich. Edelsteine sind, Pärchentiere? Hallo, Mieze. Und es regnet wieder, das ist schön. Mhm. Dann können die hier erstmal da weg. Ja, das ist schön. Ich wollte aber den Mais. Mädels. So. Ist noch keine Krähe. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. So, weißt du was? Da der eine da ja nicht wachsen will. Versuchen wir es halt mal da. Du? Kommst weg. Weg, weg, weg. Zack. Zack. Nein, der Mais halt. Der Mais kommt nach drin, das ist richtig, aber das kommt dahin. Zack. Weißt du was, wir können auch gleich die Geoden mitnehmen, was soll's. Vielleicht ist ja noch was drin für Gunther. Das ist auf jeden Fall auch was für Gunther. Das finde ich schon mal sehr schön. Hey, Shane! Was willst du? Lass mich in Ruhe. Okay, morgen hat Elliot Geburtstag. So, erstmal hier. Bitte. Danke. Zack. So. So. Und
Die nehmen wir mit. Zack. Ui, ein Zwergenhelm. Den hat Gunther auch noch nicht. Ein Stein, den hat er auch noch nicht. Aber den will er auch nicht. Okay, ich glaube, das hat er auch noch nicht. Nö. Noch mehr Steine. Und das hat Gunther, glaube ich, auch noch nicht. Fluoraparit. Aha. Gesundheit, sage ich mal. Spenden. Neue Belohnung. Ein Knochen, der kommt dahin. Achso, so wandere ich gut. Zwei Belohnungen. Neuer Erfolg, Fundgrube. Was kriegen wir denn? Sammlervogelscheuche und ein Skelett. Und wir haben ein Buch noch. Geheimnisse der legendären Angler erzählen von 5 seltenen und einzigartigen Fischen, die nur von erfahrenen Anglern gefangen werden können. Wenn sie einmal gefangen wurden, kommen sie nie wieder. Der Purpurfisch lebt im Sommer in den warmen Wassern des Ozeans. Er wurde am östlichen Ende des Strands gesichtet. Der Gletscherfisch, der nur im Winter auftaucht, kann an der südlichsten Spitze der Pfeilkopfinsel im Zundersaftwald, wo der Fluss in den Ozean mündet, geangelt werden. Der Anglerfisch wurde im Herbst im Norden der Stadt gesichtet, wo der Fluss die Berge herunterfließt. Es gibt Gerüchte über einen ominösen Fisch, der in der Kanalisation lebt. Er ist der letzte Fisch einer Spezies, die noch nie zuvor gefangen wurde und ist nur als die Legende bekannt. Man sagt, er lebe in einem Holzklotz, der in den Tiefen des Bergsees verborgen ist und zeige sich nur an regnerischen Frühlingstagen, um an Froscheiern zu knabbern. Mann! Nur der fähigste Fischer kann sich Hoffnungen machen, diesen Fisch jemals zu fangen. Verbessere deine Angelkünste und bleib am Ball und eines Tages wirst du einen dieser höchst speziellen Fische angeln. Respektiere dabei aber immer das Wasser und entferne nicht zu viele Fische aus dem Ökosystem. Ja gut, das haben wir bis jetzt ja noch nicht gemacht. So, gucken wir mal, was der Strand sagt. Der Strand spricht heute anscheinend nicht mit mir. Oh doch, er sagt Korall. Für Wolle und Feines. Ja, habe ich mir doch gedacht. Da steht wieder einer, wo er nicht hingehört. Husten einfach so zu wachsen. Wer hat euch das erlaubt? Hier genauso und dann einfach hinter sich unauffällig einen Samen schmeißen. Das gibt's ja wohl nicht. Thank you.
Was sagt die Pilzhöhle? Die sagt Ernten. So. Sehr schön, haben wir auch wieder Pilze frische. Die schmeiß ich erstmal da rein. Zack. 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 Nee, ihr nicht. Mein Fehler. Hier rein. So, gehen wir mal die ganzen Schuhe verkaufen. Wer braucht denn schon so viele Schuhe? Ist ja unnormal. Linus! Oh, Pilz! Linus, guck mal, ein Pilz. Ja, ein großartiges Geschenk, ich weiß. Da ist eine Haselnuss. So. Meine Haselnuss. Schon wieder ein Buch. Ja. Also jetzt müssen wir doch eigentlich bald alle Bücher voll haben. Gibt es dafür dann auch ein Achievement? Wenn man alle Bücher gefunden und gelesen hat? Oder zumindest alle gefunden hat? Noch eine Nuss. Irgendwie will der Baum hier nicht nachwachsen. Kann das sein? Hier habe ich doch schon vor Ewigkeiten gefällt. Gucken wir mal. Habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür, verborgen in der Dunkelheit. Konnte sie aber nicht öffnen. Gunther, der hat seine eigene Nachricht verloren. Und mal abgesehen davon haben wir das schon längst gefunden. Ist ja jetzt nicht so, dass das Ding so gut versteckt war. Und ich spiele es ja auch nicht zum ersten Mal. Wir mal hier lang. Ist fertig, das ist sehr schön. Die Mayo hier ist auch fertig, das ist auch schön.
So. Nochmal ein bisschen abtrennen hier von, vom Hof. Vom, nicht vom Hof, vom Feld. So, das läuft auch noch eine ganze Weile. Ja. Ja, gehen wir mal ins Bettchen. Sich sehen lassen. Und heute scheint natürlich wieder die Sonne. Und wir können Weizen ernten. Und unseren zweiten Sprinkler machen. Yay! Ja gut, dann packe ich den halt erstmal dahin. Nee, eigentlich ja nicht. Ich wollte den eigentlich in die Kiste packen. So. So. Sonnenblume. Mais. Weiß. Dann haben wir hiervon ja noch ein paar. Senfkohl oder auch Pak Choi. Dann schauen wir mal ganz kurz bei den Hühnchen. Nein. Ich hoffe mal, alles essen zu wollen. So. Mädels, ihr dürft mal wieder raus. Was sagt man dazu? Kein Wasser mehr. Das Feld ist überhaupt nicht groß, um es per Hand zu gießen in Einzelfeldern. So. Goldenes Weizen brauchten wir nicht, oder? Nein. Ah, den goldenen Senfkohl hebe ich mal auf. Für später. Warum habe ich denn das damit weggemacht, hä? So. 5 Level schaffen wir doch wohl, oder? Oder hat heute jemand Geburtstag? Nee, oder heute hat niemand Geburtstag. Und wenn doch, ist es jetzt zu spät. Wir gehen in die Mine. Da
Das ist schon beschlossen. Ein Specht. Tschüss, Specht. Er ist weg. Oh, ich bin falsch abgebogen. Nein. Auf in die Mine. So, Stein lassen wir jetzt aber mal links liegen. Das klang aber jetzt aggressiv. Karottis. Ach nein, hier sind jetzt die Skelette. Na Mausis, wo seid ihr?